Dieses Gerät hier ist eine Schlüsselfiddel oder Nyckelharpa auf Schwedisch. Das ist die Fiddel hier und das sind die Schlüsseln. Früher hat man Claves dazu gesagt auf Lateinisch, deswegen Schlüssel statt Tasten, also Tasten, Geige auf Neudeutsch, Schlüsselfiddel. Das Instrument, wie man sieht, ist einfach eine große Geige, das ist ein Streichinstrument, da ist der Bogen. Das hat in diesem Fall vier Spielseiten und das sind in diesem Fall so gestimmt wie bei der Bratsche. A, D, G, C. Das Instrument gibt es auch als Sopran, gibt es auch als Tenor oder Bass. Größer, kleiner und eben andere Stimmungen. Ich habe diese vier Saiten oben, die ich auch streichen kann. Darunter habe ich sogenannte Resonanz- oder Aliquot-Saiten, die einfach mitschwingen. So einfach ist es nicht, die schwingen nur mit. Wenn sie gut gestimmt sind, in diesem Fall alle Halbtöne zum Beispiel. Es gibt eine Saite, die auf G gestimmt ist, da gibt es eine Saite, die auf A gestimmt. Und die klingt dann mit, wenn ich die A-Saite streiche, dann klingt sie auch noch mit und verlängert diesen Klang. Man hat immer so eine kleine Akustik dabei, eine kleine Taschenkirche dabei. Da oben sind die Tasten. In diesem Fall in vier Reihen angeordnet. Man kann so ein bisschen vereinfacht sagen, jede Reihe ist für eine Saite, das stimmt nicht ganz, aber so im Prinzip. Und an diese Tasten sind so kleine Holzstifte, sogenannte Tangenten oder Fähnchen, was so aussieht wie eine Fahne, angebracht. Und wenn man sie die Tasten reindrückt, dann werden die Saiten abgegriffen. Und das Instrument kann man auch so spielen, also ohne Bogen. Es nennt sich dann Tastigiato, aus der lauten Literatur. Ein Wort, also das Wort geklaut aus der lauten Welt. Aber man kann es quasi so spielen wie ein frühes Tasteninstrument, einfach wie ein Klavichord. Das haben wir auch so gespielt. Einfach so kleine Stifte, die auf die Saiten schlagen und. Man kann zupfen. Zum Beispiel. Man kann es natürlich auch streichen, weil sonst wäre es kein Streichinstrument. Das Instrument kommt ursprünglich aus dem Spätmittelalter, also die erste Abbildung, die es gibt, natürlich in einer früheren Form. Bauform kommt aus 1400, aus dem Jahr 1408. Davor gibt es ein paar kleine Reliefe, wo man vermutet, es könnten welche sein, also ein Schlüsselfiddel sein, auf Gotland in Schweden, ungefähr 1350, wo es aber nicht hundertprozentig klar ist, ob es wirklich das Instrument ist oder nicht. Und ich könnte jetzt einfach so ein Stückchen spielen aus dieser Entstehungszeit, einfach ein italienisches Stück. Weil auch die erste Abbildung, die erste hundertprozentig sichere Abbildung aus Italien kommt, aus Siena, 1408. Das ist ein Fresko, das ist natürlich ein Engel, der das Instrument spielt. Ich würde einfach jetzt eben einen kleinen Saltarello aus Italien spielen, genau aus dieser Zeit, aus Ende des 300, also im 14. Jahrhundert.
Das war's.